Hey, der Hannes von Werde Musiker hier. Schön, dass du in diesem Video hier am Start bist. In diesem Video möchte ich dir 3 Songs auf der Gitarre zeigen. Die sind für Einsteiger gedacht. Und das Ganze werde ich aber so gestalten, dass ich es pro Song immer ein bisschen weiter steigere und steigere, damit das auch für die Fortgeschrittenen was ist. Also du nimmst dir einfach das raus, was du brauchst, wo du gerade stehst. Das Wichtigste ist mir aber, dass du Spaß hier beim Zocken hast und dass ich dich natürlich auch abhole, wenn du noch nicht so viel auf der Gitarre gelernt hast. Aber wie gesagt, auch was für Fortgeschrittene dabei. Wenn du dann noch weitere Schritte auf der Gitarre machen möchtest und dich überhaupt für die Welt der Gitarre einfach brennend interessierst, egal ob akustische Gitarre oder elektrische Gitarre, ganz egal. Schau mal in der Videobeschreibung nach, da findest du meinen kostenlosen Anfänger-Crashkurs. Meinen kostenlosen Anfänger-Crashkurs für Anfänger. Das sind viele Lektionen zum Thema Gitarre lernen. Du lernst viele weitere coole Akkorde, Sachen, die du sowieso wissen solltest über die Gitarre, wie du sie zum Beispiel hältst und so weiter und so fort. Und es gibt eine Tonne an Songs, die du dort auch direkt lernen wirst. Also lohnt sich da vorbeizuschauen. Und jetzt geht's los hier mit den 3 Songs. Ich möchte dir hier in diesem Video vorstellen, Seven Nation Army von den White Stripes. Danach Shape of You von Ed Sheeran und den Klassiker schlechthin Nothing Else Matters von Metallica. Wie gesagt, wir gehen hier auf die Songs erstmal auch so ein, dass sie vor allem auch für die Einsteiger hier gut funktionieren, aber es gibt hier auch einiges für die Fortgeschrittenen zu lernen. Also auf jeden Fall bis zum Schluss am Start bleiben. Los geht's jetzt mit Seven Nation Army. Ihr, falls ihr jetzt gar nicht wisst, welcher Song das ist, kennt ihn aber auf jeden Fall. Bekannt aus den Fußballstadien dieser Welt. Ich finde den Song trotzdem cool im Original von den White Stripes. Und das Ganze spielen wir so in der Easy-Version. Wir starten spielen alles mit dem Zeigefinger der Greifhand erstmal und fangen an im 7. Bund auf der A-Seite. Das ist die 2. Seite von dir aus gesehen. Also hier dann 2. Seite und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bund. Und dann spielst du erstmal diesen Ton. Und dann spielst du ihn nochmal. Dann springst du 1, 2, 3 Bünde höher in den 10. Bund. Also. Jetzt kann es sein, dass dir dabei ein paar Sachen passieren, die noch nicht so schön klingen. Zum einen dieses Rutschgeräusch, wenn du vom 7. in den 10. Bund rutschst, das kannst du natürlich überbrücken, indem du den Finger anhebst und rüber springst. Eine Möglichkeit, aber stört dich auch nicht zu sehr an dem Rutschen, ist völlig normal. Das ist auch nicht so, dass man das gar nicht tun würde auf der Gitarre. Versuch deinen Finger dabei so steil zu halten wie möglich, dass du nicht versehentlich fürs spätere Spielen von Akkorden deinen Finger schon dran gewöhnst, so zu stehen zum Beispiel. Weil das wird dann nachher, könnte problematisch werden, wenn du dir das angewöhnst, dass du bei späteren Akkorden da Schwierigkeiten bekommst, die vernünftig zu greifen. Deswegen versuch mit der Fingerspitze zu greifen, mit der Fingerkuppe hier vorne, sieht man schon den Abdruck an meinem Finger, hier so. Und dann springst du, nachdem du zweimal im 7. Bund wieder zurück und dann in den 10. gespielt hast, wieder zurück in den 7. Bund, dann gehst du auf den 5. Bund, dann auf den 3. und auf den 2. Oh, ganz schön viel. Wir machen das mal ganz langsam zusammen. Und ich spreche die Bünde mit, in denen du spielen musst. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. 7, 7, 10, 7, 5, 3 und 2. Das Riff besteht aus 2 Variationen. Wir spielen erstmal nur diese erste. Kommen später zu der Variation. Also nochmal. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. Und das kannst du vielleicht auch erstmal trocken üben, ohne anzuschlagen.
dass dein Finger weiß, wohin er muss. Das ist nämlich die große Herausforderung. Am Anfang nochmal, oh, wohin muss ich nochmal, genau in welchen Bund, ich habe schon wieder vergessen. Und sprich es für dich vor. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2, 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. Und jetzt kommen wir zu der Variation. Die ist am Schluss ein bisschen anders, starten aber auch wieder hier im siebten Bund. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. Wir machen also einen kurzen Rückweg nochmal zum fünften Bund, bevor es dann runter zum zweiten, über den dritten zum zweiten Bund geht. Also, nochmal die zweite Runde, die Variation. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. Und jetzt beide. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. Ich spiele das Ganze die ganze Zeit mit dem Plektrum und alles schlage ich nach unten an. Also keine Aufschläge erstmal. Wenn du noch kein Plektrum hast, kannst du das Ganze auch einfach nur mit dem Daumen zupfen. Geht auch wunderbar, kein Problem. So, kommen wir jetzt zu der etwas fortgeschrittenen Variante bei dem Song. Und zwar greifen wir das Ganze jetzt nicht nur mit einem Finger, sondern mit zwei Fingern. Das ist ein sogenannter Power Chord. Und zwar befinden sich die beiden Finger immer im gleichen Abstand zueinander. Das heißt, wenn wir hier im siebten Bund auf der zweiten Seite von dir aus, auf der A-Seite, starten mit dem Zeigefinger, ist der Ringfinger immer eine Seite weiter weg von dir, das heißt auf der dritten Seite von dir aus gesehen, und dann immer eins, zwei Bünde höher. In diesem Fall ist das dann der neunte Bund auf der D-Seite, das ist die dritte Seite von dir aus, wie gesagt. Eins, zwei, drei, und das hier ist der neunte Bund. Der Zeigefinger, wie gesagt, im siebten Bund auf der A-Seite. Und dann schlägst du diese beiden Seiten gleichzeitig an. Das ist so der erste Schritt, erstmal an dieser Stelle den Power Chord sauber gespielt zu bekommen. Dann lässt du ruhig nochmal los, entspannst die Hand und dann fangen wir an, die Wechsel zu machen. Und deine Hand bleibt wie ja, in einem festen Förmchen immer so, dass der Griff, dass die beiden Finger immer den gleichen Abstand zueinander haben. Also 7 und 9. Bund, 7. und 9. Bund. Zweimal. Und dann springst du in den 10. und 12. Wieder zurück. 7. und 9. Bund. 5. und 7. Bund. 3. und 5. Bund. Und 2. und 4. Bund. Prinzip denke ich klar. Also 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2. 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2. Im gleichen Abstand sind die beiden Finger. Der Ringfinger ist immer eine Seite weiter nach unten und zwei Bünde höher. Das Ganze kannst du auch noch weiter kontrollieren, indem du in jedem Bund, in dem du spielst, beide Seiten mal einzeln anschlägst und somit kontrollierst, dass beide Töne vernünftig klingen. Also ne, im siebten Bund schlägst du erst die A- und dann die D-Seite an, dann im zehnten Bund schlägst du die A und die D-Seite an, dann im fünften Bund, im dritten Bund und im zweiten Bund. So, Seven Nation Army besteht eben zum Hauptteil aus diesem Riff.
Und es gibt jetzt noch eine Übergangsleitung oder eine Überleitung, die man nach einer gewissen Zeit kommt. Und zwar... finden wir diese Überleitung dann im dritten Bund auf der E-Seite. Das ist die Seite, die dir am nächsten ist. Und da spielen wir auch wieder einen Powerchord oder eben einen einzelnen Ton, ist ganz egal. Und das wird dann verschoben in den fünften Bund auf der E-Seite. Achtmal jeweils oder als Powerchord. Das ist der G-Power-Chord und der A-Power-Chord übrigens. So, damit hast du eigentlich das ganze Stück abgedeckt, kannst es in der Variante und Schwierigkeit spielen, die dir am besten passt, mit einem Finger oder direkt mit Power-Chord, wofür du zwei Finger brauchst. Jetzt noch ein bisschen was zum Thema Anschlag. Das ist auch für die Fortgeschrittenen da draußen, denke ich, ein interessantes Thema. Wie kriege ich den Sound so hin auf der Gitarre, dass nicht versehentlich andauernd Saiten mitschwingen, die nicht mitschwingen sollen. Dafür, wenn ich einen Anschlag gemacht habe, dämpfe ich, nachdem ich kurz ausklingen lasse, mit der Handkante von meiner Schlaghand die Saiten ab, indem ich hier einfach mich auf die Saiten lege. Dann sind die Saiten nämlich tot. Das könnt ihr, egal ob ihr mit einem Finger oder ob du mit zwei Fingern das Ganze spielst, erstmal üben und versuch dabei nicht so zu machen, irgendwie so eine bewusste Abdämpfbewegung, sondern das muss ganz natürlich kommen. Ihr schlagt an und lasst die Hand einfach sozusagen runterfallen auf die Saiten. Also. Mache ich nach jedem Schlag. Das ist ein sehr langsames Tempo, aber das ist auch wichtig, dass ihr es erstmal langsam macht, um da die Kontrolle über die Gitarre zu bekommen, weil dieser Wechsel zwischen Anschlagen und diesem Dämpfen ist gar nicht so einfach. Macht das deswegen ruhig erstmal auf einem Griff. Und dann könnt ihr es beschleunigen, dass diese Dämpfbewegung so natürlich wie möglich ist, einfach nur durch Parken der Hand auf den Saiten. Gleichzeitig lasse ich kurz die Saiten dann hier, oder lasse den Druck weg von der Greifhand, nehme den Druck runter, das ist A, deutlich angenehmer, als die ganze Zeit hier so fest zu powern. Und kann damit meine Greifhand auch kurzzeitig entspannen. Und gleichzeitig sorge ich dafür, dass die Saiten auch da abgedämpft werden, also nicht nur von der Schlaghand aktiv abgedämpft werden, sondern auch einfach durch Weglassen des Drucks wird die Saite abgedämpft. Und das ist, denke ich, auch was für die fortgeschrittenen Einsteiger da draußen, wirklich bewusst dämpfen zu können, die Saiten unter Kontrolle zu haben, die auch nicht mitschwingen sollen. Das gilt übrigens für alle Songs, die ich hier in diesem Video mache, dass ihr da wirklich darauf achtet, dass die Saiten, die nicht mitschwingen sollen, auch nicht mitschwingen. Das bedeutet in diesem Fall eben, dass entweder nur eine Saite gespielt wird oder eben zwei Saiten. Aber der Rest bitte nicht klingen lassen. Das kann häufig dazu führen, dass es nicht cool klingt und du denkst dir, ich greife doch die Töne richtig, warum klingt das trotzdem so nach Mist? Also nochmal zusammengefasst, spielt das Riff von Seven Nation Army entweder mit einem Finger, mit dem Zeigefinger, oder mit dem Zeigefinger und dem... fiese Bewegung. Mit dem Ringfinger. Und achtet dann darauf, das Ganze erstmal mitzuspielen und dann auch zwischen den einzelnen Anschlägen auch abzudämpfen und eben nicht die Saiten zu erwischen, die auch nicht klingen sollen. So, kommen wir zum nächsten Song, zu Shape of You von Ed Sheeran. Und zwar geht das Riff so.
ist erstmal die entspannte Einseitenversion für alle Leute, die neu hier in der Welt der Gitarre sind. Und zwar starten wir dafür im zweiten Bund auf der zweiten Seite von unten. Also hier auf der zweitdünnsten Seite mit dem Zeigefinger im zweiten Bund. Und dann brauchen wir das Ganze fast ausschließlich im Wechsel mit dem fünften Bund auf der gleichen Seite. Das kann man jetzt durch diesen Sprung machen. Das machen wir auch wieder, wie bei Seven Nation Army als erstes Mal, dass wir mit einem Finger alles spielen. Also 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2. Und dann kommen wir zu einer kleinen Variation. 4, 2, 0. Und dann geht es wieder von vorne los. Also 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 4, 2, 0, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 4, 2, 0, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 4, 2, 0. Das Ganze kontrolliere ich auch wieder, oder da kontrolliere ich die Gitarre auch wieder dahingehend, dass ich meine Hand zum Großteil hier auf diese tieferen Seiten, auf die dicken Seiten, auflege einfach, um die schon mal unter Kontrolle zu haben, damit die nicht versehentlich mitschwingen können. Und die H-Seite, also die zweite Seite von unten, die wir die ganze Zeit anschlagen, dämpfe ich dann auch ab, weil ich nach jedem Schlag einfach schon in die Ausgangsposition zurückkehre und damit die Saite abdämpfe. Und ich nehme wieder hier den Druck auch von der Greifhand dann kurzzeitig weg. Also bevor du hier irgendwelche Bewegungen machst oder sowas, würde ich dir empfehlen, das zu üben. Der Unterschied jetzt mal, wenn ich gar nichts abdämpfe. Gedämpft jetzt. Klingt deutlich rhythmischer und viel näher am Original dran, was auch sehr rhythmisch ist und sehr durch Rhythmus definiert wird. Also das auf jeden Fall nochmal vergleichen und spul das vielleicht sonst auch einfach nochmal zurück und hörst dir nochmal genau an. So, das mit dem Dämpfen ist aber definitiv auch was schon für die fortgeschrittenen Einsteiger. Wenn du ganz, ganz neu bist in der Welt der Gitarre, gar kein Thema. Spiel es erstmal ohne das Dämpfen, um einfach dein Spiel hier überhaupt erstmal zu starten. Ja, um überhaupt ein Gespür dafür zu bekommen, was es heißt, einen Ton zu spielen und hier hin und her zu hüpfen. Du kannst, wenn du dann schon ein bisschen weiter bist, auch probieren, das Ganze mit dem Zeigefinger und dem kleinen Finger zu spielen. Also 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2 und dann Ringfinger in den vierten Bund. 2, 0. Ja, so kannst du deine Hand mit einem und demselben Song nochmal ganz unterschiedlich belasten und fordern, alles mit einem Finger spielen oder eben auch noch den kleinen und den Ringfinger dazu nehmen. Den kleinen Finger im fünften Bund benutzen und den Ringfinger im vierten Bund benutzen. Und wie gesagt, ein bisschen auf das Dämpfen auch achten, das macht das Ganze nochmal deutlich rhythmisch. Nach jedem Ton einfach den Ton töten. Hiermit liege ich da auf den Saiten auf. So.
So, das Ganze geht natürlich auch wieder nur mit Daumen. Und für die Fortgeschrittenen da draußen haben wir jetzt folgende Version noch in petto. Und zwar greifen wir das wie folgt. Der Daumen zupft im vierten Bund auf der A-Seite. 1, 2, 3, 4, das ist die zweite Seite von dir aus. Und der Zeigefinger ist hier im zweiten Bund auf der H-Seite nach wie vor. So, und dann zupfst du die Seiten gleichzeitig. Ich mache das mit Daumen und Mittelfinger. Und danach wieder abdämpfen. Das ist ganz wichtig, dass danach kurz Ruhe ist. Dann zupfst du mit dem Mittelfinger die leere E-Seite, die dünnste, die ganz unten ist. Und gleichzeitig auch wieder mit der A-Seite. Und jeweils nach den gezupften Tönen abdämpfen. Und dann wieder zurück. Der Daumen zupft also dreimal die gleiche Seite, die A-Seite, und der Mittelfinger im Wechsel H, E und H-Seite. So, nachdem ihr dann zweimal gezupft habt, könnt ihr noch folgendes cooles Pattern da einbauen, nämlich einen Schlag auf die Saiten. Also nicht nur dämpfen, sondern einfach das so draufhauen, dass hier so ein Klack erklingt. Und nach diesem Klackgeräusch, was der hier da jetzt erzeugt, ich hau hier so wirklich mit den Fingern einfach auf die Saiten. Und den Nägeln auch so ein bisschen, dadurch entsteht dann dieses Klickgeräusch. Danach zupft ihr das dritte Mal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, dämpfen, drei. Eins, zwei, dämpfen, drei. Eins, zwei. Dann, nachdem ihr das einmal gemacht habt, also zupfen, zupfen, dämpfen, zupfen, wandert der Ringfinger auf den vierten Bund auf der D-Seite. Das ist hier die dritte Seite von dir aus. Und dann macht ihr das gleiche Spiel. Also. Und danach geht es auf die leere A-Seite und der Zeigefinger ist nach wie vor hier im zweiten Bund auf der H-Seite. Und dann habt ihr wieder das gleiche Zupfverhalten wie beim ersten Griff. Also bis dahin. Und dann geht es über, für die Fortgeschrittenen hier auf jeden Fall, zweiter Bund, A-Seite und vierter Bund, H-Seite. Und dann müsst ihr euch bewegen, während ihr hier dieses Zupfmuster macht. Also zweiter und vierter Bund, dann zweiter und zweiter Bund, dann dieser Dämpfer und dann zweiter Bund und leere H-Seite. Also, nochmal von vorn.
Wenn euch das Schwierigkeiten macht, erstmal Trockenübung machen. Die Finger müssen auch erstmal wissen, wohin die Reise geht. Also, wir haben von Shape of You hier auch wieder von ganz leicht bis für Fortgeschrittene was dabei. Pick dir das raus, was du brauchst, aber lass dir auch gesagt sein, es ist ganz normal, wenn das eine Weile braucht, bis du das hinbekommst. Gerade wenn du noch ganz neu hier auf der Gitarre am Start sein solltest. Ich kann dir für viele wichtige Basics nochmal den Crashkurs empfehlen. Den findest du in der Videobeschreibung, hatte ich am Anfang dieses Videos schon mal erwähnt. Und jetzt kommen wir zu dem Klassiker schlechthin, Nothing Else Matters von Metallica. Das Ganze fängt sehr simpel an. Wir können das Ganze dann noch komplizierter gestalten, indem wir nicht nur mit dem Daumen zupfen. Aber was rede ich? So geht das Ganze. Also, wir fangen an mit dem Daumen und zupfen die E-Seite, die dir am nächsten ist. Dann die dritte Seite von unten, die zweite Seite von unten und die unterste Seite und wieder rückwärts auf die zweite von unten und die dritte von unten. Also E, G, H, E, H und G-Seite. Total Sinn, die Seitennamen auch mal mitzusagen, um die einfach auch zu lernen. Und das ist dann E, G, H, E, H, G-Seite. So, wenn du das mit dem Daumen dann hinbekommst, ja, anstrengend genug, können wir jetzt versuchen, das Ganze mit mehreren Fingern und dem Daumen zu zupfen. Und zwar, der Daumen ist nur für die tiefe Seite zuständig. Der Zeigefinger für die G-Seite, also die dritte von unten. Der Mittelfinger für die zweite von unten. Und der Ringfinger für die unterste Seite. So, das machen wir mal ganz langsam. Daumen, Zeige, Mittel, Ring, Mittel, Zeigefinger. Daumen, Zeige, Mittel, Ring, Mittel, Zeigefinger. Daumen, Zeige, Mittel, Ringfinger. Daumen, Zeige, Mittel und Ringfinger, Mittel und Zeigefinger. Das Ganze sieht jetzt auf den ersten Blick, weil wir dazu nichts greifen müssen, sehr simpel aus. Und in gewisser Weise ist es das natürlich auch. Wir können uns hier auf die Zupfhand konzentrieren. Aber es ist schon eine große Herausforderung, eben nicht alles nur mit einem Finger oder mit dem Plektrum zu spielen, sondern das Ganze wirklich mal zu zupfen und dabei darauf zu achten, dass die Saiten dynamisch gespielt werden. Das heißt, das ist nämlich etwas, was gerade am Anfang häufig vergessen wird, dass man vielleicht die erste Saite, also hier man mit dem Daumen zupft, am lautesten zupft und die anderen Seiten so ein bisschen stufenweise leiser bzw. lauter spielt. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Das Stück ist nämlich in einem nicht Viervierteltakt. Ich will jetzt hier auch gar nicht zu viel mit Theorie um mich werfen. Aber wenn ihr bei diesem Zupfmuster mal bis 6 zählt und die Schwerpunkte, das heißt die lautesten Töne auf der ersten Zählzeile und auf der vierten legt, werdet ihr einen etwas cooleren Flow in das Stück bekommen. Das ist am Anfang eine echte Herausforderung, da die Finger so zu kontrollieren, dass manche lauter und manche leiser zupfen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6.
erste Zählzeit und die vierte mal minimal lauter als die anderen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also jeweils mit dem Daumen die E-Seite und mit dem Ringfinger die hohe E-Seite am lautesten. Das waren drei einfache Songs auf der Gitarre, egal ob du Einsteiger bist oder auch Fortgeschrittener. Ich denke, hier gibt es einiges zu lernen und abzuholen. Lass mich in den Kommentaren gerne wissen, wie das Video für dich funktioniert hat, was du dir rauspicken konntest, was du dir vielleicht noch gewünscht hättest. Würde mich sehr interessieren, was es vielleicht noch für Songs gibt, die du als Anfänger gerne lernen würdest, Klassiker oder neue Songs, ganz egal. Und ich empfehle nochmal in der Videobeschreibung zu schauen. Da findest du meine kostenlosen Lektionen für Anfänger. Die werden dir auch helfen, dieses Video noch besser zu verstehen. Wenn du ganz neu hier am Start sein solltest auf meinem Channel oder überhaupt in der Welt der Gitarre, ist ganz egal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Hannes von Werde Musiker und bis zum nächsten Video. Ciao!